Guten Tag, ihr Einwohner Minneapolis. Herzlich willkommen zurück zu Ni No Kuni 2. Ich habe jetzt beschlossen, ich stelle hier noch so eine Kaserne hin. Denn ihr seht die Funktion, Forschungsthema Militäreinsätze. Das ist ja jetzt das, was im Prinzip als nächstes auf uns zukommt. Und ich habe ja generell auch gesagt, ich habe in der Welt bislang nur Militärfahnen gefunden, die über meinem Level waren. Deswegen ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man da so ein bisschen sich noch mit beschäftigt und das Ganze so ein bisschen weiter ausbaut. Darum machen wir das jetzt mal. Tja, die habe ich natürlich jetzt alle schon in der Waffenkammer oder wie es sich schimpft. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wo ich diese Talente alle herkriege, ganz ehrlich. Hier habe ich den nämlich. Na gut, egal, lassen wir das erstmal. Und dann wollte ich was machen? Ach genau, ein Omelette. Richtig, wir wollten ein Omelette machen. Ich erinnere mich. Bereite ein Omelette zu. So, ja, da muss ich mal gucken, wo wir das machen. Und was wir dafür brauchen. Denn ich schätze mal nicht, dass wir alle Zutaten beisammen haben. Dann braucht Minneapolis als erstes ein Restaurant, denn ohne Küche kann auch der beste Koch kein Omelette machen. Alles klar. Are you ready to order? Dann brauche ich jetzt erst ein Restaurant, sagst du. Dosenfischmarkt, ein Bazar, ein Restaurant Delikatz. Der soll es sein. Talentprofil Kochkünstler erforderlich. Okay. So weit, so gut. Und jetzt gehe ich da hin, oder was soll ich jetzt tun? Thanks a lot. So, okay. Du kannst mir ein Omelette machen, mein Freund. Are you ready to order? Omelette. Erbse, Pfeilmöhre, normales Ei. Ich habe also doch Eier. Ich habe also doch Eier, aber ich konnte die Eier dem komischen, sag mal schnell hier, Orakel, nicht Orakel, wie hieß es? Obolisk, ein Obolisk, dem konnte ich kein Ei geben, seltsamerweise. Na gut, okay. Take your time. So, ich habe jetzt mein Omelette. Dann gehen wir mit dem Omelette wieder zurück nach Goldorado. Okay, wo ist er denn jetzt? Ach, hier drin. Richtig.
Da ist er. Der Vogel. Evan! Bitteschön. Ein luftiges Omelett, bitte sehr. Zieh es dir rein. Dieser hinterlistfähige Recken lebt in eurem Königreich. Sehr gut. Thanks. Yes. Kampfkraft ist quasi nicht vorhanden. Langhaar und Husky. Alles klar, ich krieg 2 weitere Einheiten, das hört sich sehr gut an. Er könnte meine Militärakademie übernehmen. Sehr gut. So, dann muss ich jetzt Husky und den Langhaar finden. So, hier ist schon mal der erste. Hm? Langhaar. Den alten Opa soll ich benutzen? Ach du Scheiße. Natürlich gibt es eine Bedingung. Ja, sicher, klar. Es macht keiner was, auch nur im Entferntesten ohne Gegenleistung, ne? Mein Gott, ey. Ah, diese scheiß Mini-Quests, ey. Hieß es nicht gerade, sie werden sich euch ohne ein Wort des Zögerns anschließen? Er hat mich eiskalt angelogen. Und was will der andere Typ noch von mir? Hm? Husky ist eine Dame. Natürlich. Yes. Ein Wecker.
Okay. Ein Wecker will sie haben. Okay. Also. Ich soll irgendwo irgendwelche Viecher jagen. Gucken wir doch erstmal hier wieder. Da haben wir die Skelette letztes Mal auch gefunden. Vielleicht finden wir diese, wie auch immer sie heißen, hier ja auch. So, wie heißen sie denn? Mampfster. Ein paar Mampfster will er haben. Da ist doch schon einer. Und wo kriege ich einen Wecker her? Reicht das schon? Jo, das reicht schon. So, dann ist die Frage, wo kriegen wir einen Wecker her? Vielleicht auch hier. Kann durchaus sein, dass wir den irgendwo in Goldorado direkt kriegen. Vielleicht kann man den verkaufen. Keine Ahnung. So, also. Der Typ war hier oben, ne? Okay, sehr gut. So, dann muss ich jetzt nur noch irgendwie so einen Wecker auftreiben. Okay. Wo kriege ich denn einen Wecker her? Ich habe keine Ahnung.
Wecker. Dann werde ich erst noch mal mit ihr quatschen. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise. Yeah. Keine Hinweise. Tja, Leute, wo krieg ich denn den Wecker her, ey? Keine Ahnung. Excuse me. Nein. Ricky! Yes. Oh my goodness! Oh my goodness! Okay, ich bin jetzt anscheinend Krieger Birkenstolz. Crikey! In der Nähe der Melanzani-Ebene, dann ist es doch sowieso auch unser Problem. Von daher ist das doch nicht so schlimm. Aber... ich will jetzt erstmal einen Wecker haben. Wo kriege ich denn jetzt so einen blöden Wecker her? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Tja, Leute. Welcome. Hast du zufällig einen Wecker? Nee. Come on, eat up. I'll be seeing you again soon. Tja, ey, ich habe keine Ahnung, wo ich einen Wecker herkriegen soll. Absolut nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Come to do some shopping, eh? Da ist er doch, siehste wohl. Wecker mit ohrenbetäubender Klingel. Sorgt für Tinnitus, bis der Arzt kommt. Den hätte ich gerne. What else can I do for you? Bei Penny gibt's also einen Wecker. What else can I do for you? I'll be seeing you again then.
Jawohl, ja. Jetzt wollte ich einmal gucken, ob ich diesen Dogge eventuell hier schon mal zugewiesen kriege in meine Militärakademie. Hey. Ja, beide sogar. Sehr gut. Okay, zu teuer. Okay, dann können wir wieder zurück. Sehr gut. Das hat doch gut funktioniert. Okay, so, dann wieder zu der Husky-Tante. Und dann können wir die ja gleich auch noch zuweisen. Zur Militärakademie wahrscheinlich. Ja. Bitteschön. Du übergibst den Wecker. In meinem Königreich kann man so lange schlafen, wie man will. So, Husky ist jetzt auch in Minneapolis. Sehr schön. Bang ihn! Okay, also wieder ab zu Irma. Das kriegen wir jetzt auch noch hin, ich denke auch. So. Also, ich werde jetzt einmal noch mal schnell nach Minneapolis reisen, werde Husky noch gerade zuweisen und die Forschung schon mal annehmen. Die müsste ja jetzt auch fertig sein. Und dann im nächsten Teil machen wir dann Irmas letzten Gefallen gerade fertig. Und dann habe ich ja noch diese Birkenstock-Ritter, hast du nicht gesehen, Geschichte fertig. Nicht fertig, aber die müssen wir noch fertig machen. So, Moment. Ne, ist noch nicht fertig. Ja, Husky hat gar keine Eignung dafür. Guck an. Okay. Monsterjäger-Camp, vielleicht wäre das eher was für Husky. Na gut, okay, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Danke euch fürs Zuschauen. Im nächsten Teil dann, wie gesagt, gibt's die Räuberbande und eventuell, wenn wir dann noch Zeit haben, können wir auch diese Birkenstock oder wie auch immer es hieß, Quest weitermachen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.